es ist wieder mal Zeit für ein Dinner zu zweit, dann ist das Restaurant Adner auf der Wieden genau das Richtige. Himbeer Gazpacho, trauen Sie rein, Anke, oder ein Reh aus dem Salzkammergut führen Sie auf eine kulinarische Reise, die Ihnen lange im Gedächtnis bleiben wird. Die Weine aus dem familieneigenen Weingut Adner ergänzen die Top-Qualität aus der Küche punktgenau. Der Adner auf der Wieden zählt zu den gehobenen Restaurants in der Stadt und genießt Kultstatus. Unser Küchenchef kommt aus Oberösterreich, dadurch ist auch das Salzkammergut gut präsent. Ich komme ja aus einer Weinbauernfamilie aus dem Kanuntum, also ist Kanuntum natürlich ein Schwerpunkt auch, speziell was die Weinkarte betrifft. Aber der Schwerpunkt ist Österreich zeitgemäß. Seit kurzem ist der Steirer Markus Höllerer hier Küchenchef. Wild spielt in der österreichischen Küche eine große Rolle. Aufgrund meiner Herkunft habe ich einen guten Bezug zu den Jägern. Wir kaufen da direkt von der Jagd in Höflein. Es ist Wild, ein zentrales Thema auf der Karte. Die Speisenauswahl auf der Karte. Wer stellt sie zusammen? Grundsätzlich macht es der Küchenchef. Der bereitet die Karte vor. Wir gehen die dann durch. Und nachdem der Küchenchef hier einer meiner besten Freunde ist, schenken wir uns meistens ein Glas Wein dazu ein und machen das relativ gemütlich. Wir wechseln im Schnitt alle 2 bis 3 Monate, je nachdem wie die Saisonen laufen. Nicht die gesamte Karte, aber wir passen sie alle paar Monate an. Mit dem Namen Adner verbindet man natürlich auch Top-Weine, die hier eingeschenkt werden. Wein hat zu jeder Tages- und Nachtzeit seine Berechtigung. Natürlich ein super Speisenbegleiter, braucht es aber auch nicht immer, also kann man auch nur Wein trinken. Wein, Nona, ist ganz ein zentrales Thema. Wir haben heute einen natürlich österreichischen Schwerpunkt, machen ein bisschen die Nachbarländer natürlich dazu, Italien, Frankreich. Unsere Kompetenz ist trotzdem Österreich.